Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's wieder weiter mit Let's Play Skyrim Dawnguard. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ja, mit dem Blick zu den Sternen zurück in die raue, harte Realität der Nord- und der Vampirjäger wollen wir einfach gucken, ob wir heute noch mal ein bisschen was hier spielen können. Ich und Serana machen uns erneut auf dem Weg hier, um welche Leute abzumetzeln. Da gab es die Frage, muss die ganze Zeit mit mir rumlaufen? Na, da könnt ihr natürlich sagen, ich will, dass ihr mich in einen Vampir verwandelt. Das müsst ihr nicht. Das funktioniert nicht. Hier könnt ihr die Pfeile in Blut tauchen und die Sonne verdunkeln. Und hier könnt ihr sagen, ich glaube, wir sollten uns trennen. Ja, dann macht ihr halt Schluss. I hope the vampires try to attack us here. A lot easier than hunting them down in their holes. Er hatte ein bisschen Akzent, oder? Die Vori. Naja, auf jeden Fall, Do you need something? Ich glaube, wir sollten uns trennen. Ja, wenn ihr das sagt. I'll stick around this place if you need me. Zack. Dann geht die einfach weg. So, und dann könnt ihr sie aber schnell schnappen und sagen, kommt mit mir. Und dann läuft die natürlich wieder mit euch mit. So. Wo geht's eigentlich hier lang? Hier bin ich auch noch nie gewesen. Bisschen auf den Felsen rumhüpfen. Ah, okay. Wahrscheinlich hier nur so eine Wehr und, Anlage hier für die Festung Dämmerwacht. Worum geht's im heutigen Video eigentlich? Und warum macht der Typ eigentlich immer noch Skyrim-Videos? Weiß ich im Moment selber nicht, weil ich irgendwie Bock drauf hab. Wir haben hier zwei neue Nebenquests bekommen. Zum einen hier Sorine hat mich erneut beauftragt hier. Bauplan einer Zwergenarmbrust, bla bla bla. Das ist ja meistens relativ langweilig und immer sehr, sehr, sehr das Gleiche. Jetzt habe ich zu meinem Erschrecken gelesen, dass im letzten Video jemand gepostet hat, da gibt es 9 Nebenquests zu dieser Armbrust. Und ich habe gedacht, 6 und das wäre jetzt die letzte. Ja, also da war ich ein bisschen, erschrocken, sage ich jetzt mal, weil das ist nicht sonderlich abwechslungsreich. So, dann haben wir hier vielleicht was ein ganz klein bisschen besser ist. Das hat Isran uns höchstpersönlich auferteilt. Ein Jarl spricht recht. Isran hat mich nach Dämmerstein geschickt, um Skalde vor einem Vampir zu warnen. So, der gibt sich da eben am Hof des Jarls als Berater aus und wir sollen halt versuchen, den zu warnen und ansonsten den Vampir zu töten, ohne dass wir dabei irgendwie erwischt werden, bla bla bla. Und ich habe gedacht, das ist auf jeden Fall die bessere Quest und deshalb wähle ich die heute mal aus. Zack. Habe ich die aktiv geschaltet? Wahrscheinlich wieder nicht, oder? So, jetzt schalte ich die mal aus, schalte ich die mal an. Da. War ich da schon mal? Ich glaube nicht. Nö. War ich da schon mal? Nö. So, war ich hier schon mal? Schattenstollen-Refugium. So, wie war es nochmal? Man kann von jeder größeren Stadt aus dahin reisen. Wo sind wir im Moment? Steht hier eigentlich eine Kutsche? Bei uns in Dämmerwacht? Haben wir da eine Kutsche? Ich glaube nicht, oder? Dämmerstern. Ich probiere es jetzt mal. Ich reise jetzt einfach mal kurz hier zu den Stellen von Weißlauf. Ist ja scheißegal. Und dann gucken wir mal, ob wir dann, ja, da drüben per Schnellreise rüberreisen können. Was ein Satz. Jetzt gab es in der letzten Zeit auch immer mal wieder die Fragen, macht doch nochmal was vom PC, zeigt mal was mit den Mods und so. Und ich muss gestehen, oder wahrscheinlich wisst ihr schon, wenn ihr mir auf Facebook folgen solltet, da habe ich am Wochenende ein paar Bilder gepostet. Da habe ich mit ein paar Mods rumgespielt und ein paar Sachen ausprobiert. Hab mir wieder eine hübsche blonde Begleiterin geschnappt und bin mit der durch die PC-Skyrim-Welt gezogen. Und also erstmal sieht natürlich hammer geil aus. Und ich muss immer sagen, immer wenn ich am PC spiele, dann bin ich so 5-6 Stunden lang total gefangen in dieser PC-Skyrim-Welt. Ich glaube, es war wieder bis 3 Uhr. Klappe halten, ich erzähle ja gerade was. Und da muss ich mich wirklich zwingen, dazu abends irgendwie oder nachts den Rechner auszuschalten, weil es einfach total viel Spaß macht. Da merke ich immer, am PC spiele ich eigentlich gar nicht die Story, sondern renne irgendwie so rum und gucke mir die Gegend an und lade Mods drauf und so weiter und so fort. Muss ich mal gucken, ob ich das heute irgendwie hinbekomme. So. Soll ich euch? Ja, sollst du. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ja, das ist sehr gut. Wohin soll's gehen? Nach Dämmerstern. Wird dir sogar als erstes angezeigt. Ist doch toll. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. So, komm, Serana. Ab auf in die Kutsche hier. Zack. Habt ihr schon mal diese Katzen getroffen? Katschit oder so nennen sie. Hm.
Hier ist aber einladend hier, oder? Hier war ich doch schon mal, oder nicht? Na, ich bin immer ein bisschen durcheinander, wenn man das auf zwei Systemen spielt. Weiß man manchmal nicht, war ich jetzt hier schon oder nicht. So. Ich werfe nochmal einen Blick auf die Karte. Rangezoomt. Also ich gucke zumindest schon mal genau in die richtige Richtung. Ist ja schon mal was wert, oder? Ich war hier doch schon mal, das ist mir nicht ganz unbekannt hier. Ihr seid wirklich zu einer seltsamen Zeit nach Dämmerstern gekommen. Alle in der Stadt scheinen Albträume zu haben. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Seht ihr den Drachen? Ich sehe nur laufende Hühner. Was habe ich für eine Waffe ausgerüstet? Ah, Armbrust. Oh, direkt vorbeigeschossen. Perfekt, super. Szenario. Okay, wenn der nochmal wegfliegt, dann haben wir Zeit, uns ein bisschen hier zu besinnen und die richtigen Zaubertränke zu benutzen. Also, ich benutze mal, habe ich was gegen Frostresistenz? Hab ich. Zack. Habe ich irgendwie Gift, tödliches Gift gegen Drachen? Nee. Das lange Leiden, Feuer, Schade, habe ich jetzt nichts mit Feuer? Nö. Scheint nicht. Was machen meine Waffen? Was habe ich hier für Pfeile? Ja. Auch gut. Ach, wird schon klappen. Mann. Kann der mal bei uns landen, anstatt irgendwo am Hintern der Welt sozusagen? Selbst von hier aus treffe ich den nicht. Serana, mach was! Das Video wird scheiße, die Leute meckern! Oh Mann, dieses weit weglanden, das ist ja mal voll für einen Arsch. Wie soll man da gescheit kämpfen? Ich will ihm ja nicht die ganze Zeit hinterherlaufen. Das, wo ich nur drei Stahlbolzen habe. Wehrt euch! Ah, getroffen. Ah, das ist doch mal hier in der Nähe. Komm her, du. Boah. Also hier war die Armbrust jetzt echt mal stark. Oder der Drache wirklich schwach. Also... redet die denn da? Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Die mal mit ihrer Laberei. Ich habe die Bürgerkriegsquest noch nicht gespielt. Oh, Erfolg! 20 Gamerscore Points für Drachenjäger! Bam! Nimm 20 Drachenseelen in die auf. Ja, könnt ihr mal sehen. Halleluja. Gab direkt noch Gamerscore Points. Ja, ich kann ja nicht glauben, dass ich hier Gamerscore-Points abräume. Okay, ich nehme mal Gold noch mit, weil da war die Frage, wieso nimmst du nie das Gold mit? Könnt ihr mal unten auf meinen Goldstand gucken. So, sind die das, die ich verschossen habe? Weiß man nicht. So. Ich auch nicht. Auf jeden Fall ist hier, glaube ich, der Kollege... Oh. Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Wenn ihr nicht hier seid, um dieses Albtraumproblem zu lösen, habe ich keine Verwendung für euch. Genau. Dämmerstern. Mein Dämmerstern wird von Albträumen heimgesucht. Ich habe seit Tagen nicht richtig geschlafen. Dieser Priester der Mara, der vor euch hier war, sagte... dass die Götter uns heilen werden. Tja, und bis sie das tun, habe ich mit Fremdlingen nichts zu besprechen. So, da könnt ihr jetzt sehen, das ist keine Quest, die zu Dorngard gehört. Das kenne ich auch. Zumindest vom Hören sagen diese Quest. Das ist halt eine Quest, die gehört einfach zu Skyrim. Das könnt ihr ganz einfach daran erkennen, der Typ redet jetzt Deutsch. Wäre es bei mir eine Dorngard-Quest, würde er Englisch reden. Behelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Ja, bla bla.
Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. So, hier haben wir die Option. Ihr seid in Gefahr. Ein Vampir hat euren Hof infiltriert. That's quite a bold claim. I'd need proof before I could possibly accept it. So, finde Beweise für eine Vampirverbindung. Ja, wie soll ich das denn machen? Bis zum nächsten Mal. Das ist wie in uralten Legenden. Bis zum nächsten Mal. So, ich gehe mal ein Stück von dem weg. Finde Beweise für eine Verbindung zum Vampir, ja. Was soll ich denn dafür Beweise finden, bitteschön? Wer ist denn von denen der Vampir? Wahrscheinlich der Typ da, oder? Nö, er hat ja keine goldenen Augen. Frogmar Bannerfetzen. Wer hat denn hier die Namen ins Deutsch übersetzt, bitteschön? Kann der mal vortreten? Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Interessiert mich nicht. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ihr besucht Dämmerstern zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Gemüter kochen hoch. Es ist meine Pflicht, Brina Merylis zu bewachen. Toll. So, wahrscheinlich, wenn es jetzt ein Vampir ist, dann hat er auf jeden Fall diese gelb leuchtenden Augen. Das kennen wir schon von dem Baden beim letzten Mal. So, es ruckelt. Welches ist das Haus des Jarl? Wahrscheinlich das größte hier, oder? Wollen wir da mal reinlatschen? Oder ist es einfach eine scheiß Uhrzeit? Vielleicht ist es auch eine blöde Uhrzeit, dass wir deshalb keinen treffen. Ich könnte ja auch mal so ein Dorf auslöschen, oder? Ich weiß, macht man nicht, wenn man ein guter Charakter ist. Aber irgendwie wäre es vielleicht mal interessant. Ich fresse einfach alle als Werwolf auf, sammle hier alle Punkte, die ich brauche und ja, Gott. Das Dorf ist wahrscheinlich eh nicht so interessant. So, wo ist der Typ hin? Guck mal, wie der sitzt. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich hier Beweise finden soll, meine Freunde. Mein Jarl, ich habe Bedenken, was die Sicherheit von Dämmerstern angeht. Wenn ihr nicht hier seid, um dieses Halb... That's quite a bold claim. I'd need proof before I could possibly accept it. Ehre bedeutet nichts, wenn sie nirgendwo zurückkehren. Behelligt mich nicht, ich bitte euch. Wir können ja mal jetzt hier, ich rüste mal Auriels Bogen aus. Ja, ich habe Auriels Bogen. Ist dir das aufgefallen? Nee, ist ihm nicht aufgefallen. Soll ich mal ein bisschen Sonne zaubern? Sonne, komm herbei. Ja. Uah. Wieso hat er denn den Vampirfluch widerstanden? Das gibt's ja nicht. Und interessiert auch keinen, dass ich hier irgendwie so. Schalala. Ja. 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 Vielleicht kann ich dem was klauen. So, das probieren wir jetzt auch noch. Also das ist heute eine Folge, die geht echt total daneben. Und das, obwohl ich der beste Skyrim-Spieler der Welt bin. Und das verwundert mich jetzt wirklich, muss ich gestehen. Habe ich nicht irgendwie sowas wie so einen Super-Zaubertrank des Clowns oder so? Heilung, Krankheit, Magiker. Nee, hab ich nicht. Gab's nicht sowas? Hab ich wahrscheinlich schon mal benutzt. Hab ich nicht so einen Ring des Clowns oder sowas? Illusion steigert Magiker, Wirksam, Gesundheit, Magie, bla. Ich hätte meine andere Rüstung mal wieder anziehen sollen, oder? Hm.
Pass auf, wir machen jetzt mal das. Total albern. Wenn ich unsichtbar bin, kann er mich doch nicht entdecken, oder? Ah, guck mal da, Anweisung. Wahrscheinlich, wenn ich die klaue, oder? 38% zum Stehlen ist natürlich relativ gering, aber was kann mir passieren, wenn ich das klaue und dann direkt dem Typ lese? Ist jetzt natürlich nicht so die... Ja, bitte? Ist jetzt natürlich nicht so die, die coole Option, also die... wie soll ich das sagen? Ja, die Option, die die Leute hier wahrscheinlich haben wollen. Kleine Heilung, wo ist der Zaubertrank der coolen Klauung? Wie heißt der überhaupt? Das ist voll geil. Denkt nicht mal im Traum daran. Was kann ich denn jetzt machen, Leute? Was habe ich? Wie könnte ich ihn verzaubern? Zum Beispiel, ich brauche den Zauber der einschlafenden Wunder oder so. Schreie, nee, Wiederherstellung. Muss doch irgendwas geben. Es wäre cool, so ein Zauberspruch, dass der einschläft oder sowas. Aber das ist ja alles nur töten. Besänftigen. Furcht, Heldenmut. Das benutze ich alles gar nicht, oder? Ach, guck mal hier. Ich bewege mich lautloser. Das ist, glaube ich, Quatsch, oder? Das verspricht interessant zu werden. Ich habe mir gedacht, dass er einen Krieg ist, dass ich doch in die Armee eintreten. Ja, bitte. Ach komm, ey. Scheiß drauf. Ich klau das jetzt. Kannst du mich mal, du Penner. Och. Ich habe nur noch einen Fall dabei. So, sonst noch irgendwas? Ihr braucht etwas? Oh ja, klar. Der tollpatschige Bedienstete. So, komm her, Jarl. Ich habe hier alles komplett weggeworfen. Ich bin Skalds Huskar und Anführer seiner. Ah, den Brief geben. Well, I trust you'll take care of this unwanted visitor. My guards will not interfere with you carrying out my justice. So, jetzt kann ich vielleicht mal was Kurzes erzählen. Ich habe hier einen Break gemacht an der Stelle. Und zwar habe ich beim ersten Kampf, habe ich das zu locker genommen. Der Typ hat wirklich Power und der hat mich eben getötet. Da musste ich das Ganze nochmal spielen und dann war diese Geschichte mit dem Taschendiebstahl total behindert, weil jedes Mal haben sie gesagt, ein Verbrechen gegen das Königreich, 25 Goldstücke. Also ich habe dann Folgendes gemacht. Das kann ich nochmal eben hier zeigen. Ich habe so ein bisschen was genommen für Taschendiebstahl, habe mich hier hingestellt. Hab das Ganze abgespeichert und hab das dann einfach zwei, dreimal nochmal versucht. Das ist ja so zufallsbedingt. Ich hatte, glaube ich, 46% Chancen. Das hat dann zweimal nicht geklappt, beim dritten Mal geklappt. Ansonsten bricht hier direkt die Hölle los und alle schlagen eben auf euch ein. Ja, ich brauch was. Ich mach dich jetzt hier fertig. Moment. Zack. Ja, bitte. So. Verbrennen kann auch nicht schaden, oder? Fuck. Ich bin gerade ein bisschen... ja, ihr kennt das ja. So, zack, Schwert raus. Bin ich eigentlich immer noch unsichtbar oder sehe nur ich mich nicht? Jetzt doch jetzt wirklich. So, mach schnell, ich will nicht wieder sterben. Ah. Puh. Also beim letzten Mal habe ich da draußen habe ich das so locker genommen und habe gesagt so, ah, ruf mal Frostartona, ich mach mal ein bisschen Spaß mit dem und so. Und hatte mich halt eiskalt gekillt. So, gucken, was der noch dabei hat. Ach, guck mal, jetzt hat er auch andere Sachen. Ja, okay. Brauchen wir nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht. Oder doch, kann ich vielleicht andere Waffen mit verzaubern? Ich glaube, das habe ich noch nicht als Zauber erlernt. Schade, dass ich hier nicht ein bisschen was mitnehmen kann. Guck mal, hier sind die Trollzehen. So, die Pflaumen lasse ich jetzt hier alleine. Also diese Quest mit dem Albtraum, wenn ihr die nicht kennen solltet, die könnt ihr auch mal spielen. Ich glaube, die ist ganz interessant. Ja, jetzt bleibt uns ja eigentlich nur eins über, mal eben noch zu Isran zurückzureisen. Dann gebe ich das mal noch ab, was wir hier geholt haben.
gucken, was er sagt, ob er direkt nochmal mit so einem Auftrag um die Ecke kommt. Also der Auftrag war jetzt so la, würde ich sagen. Also es war ein bisschen okay, weil es ein bisschen mit Schleichen zu tun hatte. Man konnte jetzt nicht nur töten, aber ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, weil ich ein paar Mal da erwischt wurde. Also wenn ihr das macht, achtet einfach drauf, dass ihr ein bisschen auf Schleichen oder sowas geskillt seid, wenn ihr die nicht einfach draußen irgendwie erschlagen wollt. Aber ehrlich gesagt, ich hatte mir jetzt auch ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Background erwartet, wenn man ihm wirklich das Ding abnimmt, das dem Jarl gibt und so, dass der Jarl dann nur sagt, ja, tötet den halt. Naja, das hätte man vielleicht auch ein bisschen besser oder ein bisschen interessanter lösen können. Be on your guard at all times. Avoid sleep if you can. Ich habe den Vampir sleep am... Sleep is for the weak. Ich habe den Vampir am Hof des Jarl von Dämmerstern vernichtet. Good. Maybe now they'll afford the vampire threat a tad bit more respect. Lustig, wie er dann weggeschoben wird von Serana. Mal gucken, ob es hier noch eine Nebenquest gibt, obwohl ich eigentlich keinen Bock mehr auf diese Nebenquests habe. Speak with Florentius. Oh! He has something for you. Florentius. Ich frage mich, ob das jetzt so... Watch your back. Ich frage mich jetzt, ob das so zufallsgenerierte Quests sind oder ob die noch wirklich da irgendwie, ja, so richtig was mit Dawnguard zu tun haben. Das ist ja jetzt alles hier so ein bisschen so. So, wir fragen ihn mal noch. RK has been watching over. RK has some grave news, friend. Your friend, kidnapped. A vicious Nightstalker rules over a group of bandits. Seeks to gain leverage over the righteous. Arke is never clear on life and death. Is she still alive? There's always hope. Ja, da muss ich mich ja fast schon heute für entschuldigen, dass das wieder so eine langweilige Folge war und hier nicht wirklich irgendwas durchgerockt habt. Wie ihr wisst, haben wir ja noch diese Quest, die habe ich mal ganz kurz nach dem Finale im Epilog gezeigt. Vielleicht werde ich das mal als nächstes machen, das erscheint mir ein bisschen interessanter zu sein, als wir jetzt hier nur stundenlang irgendwelche so Botengänge irgendwie zu erledigen, so kam einem das ja vor. Wo war das nochmal? Das war irgendwo hier hinten, oder? Keine Ahnung, gucken wir im nächsten Video mal, vielleicht spiele ich auch eine Runde am PC mit den Mods, zeige euch mal, was ich da so runtergeladen habe, vielleicht ist das auch interessant. Ich würde sagen, an der Stelle verabschieden ich und Serana mich nochmal von euch. Wir sagen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.